Fall Guys, Ultimate Knockout, Let's Play Together und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, die zweite Folge in dieser neuen Playlist. Ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen, in welcher ich auch sehr viel über das Spiel so ein bisschen erklärt habe, fast wie so ein kleines Tutorial. Heute will ich nicht ganz so viel quatschen. Was ich aber zum Beispiel noch erzählen kann, so wie die Namen individuell anpassbar sind, zumindest einigermaßen, so kann man auch die Outfits anpassen, wie man es möchte. Man bleibt zwar dieser Art Bohne, Bienen, Minion, wie auch immer man sagen möchte, und die haben aber einfach dann ein Kostüm an, wo man sogar die Augen rausschauen sieht. Nun, und man hat ein paar quasi von vornherein, die man einstellen kann, meistens Farben. Das sieht man dann noch relativ normal aus, fast schon als hätte man nichts an. Und dann kann man eben entweder über den Battle Pass, der komplett gratis ist, also absolut Props an den Entwickler, gratis Battle Pass, ja, kann man darüber freischalten. Outfits, immer Oberteil und Unterteil, das kann man dann auch mischen. Oder man kann sich im Ingame-Shop etwas erstehen. Natürlich kann man das mit Echtgeld machen, indem man sich Ingame-Währung kauft. Man kann es sich aber auch rausspielen, freispielen. Entweder mit sogenannten Kudos, das ist einfach die Währung. Oder wenn man Matches gewinnt, da bekommt man nämlich eine Krone und mit Kronen kann man sich auch Outfits kaufen bzw. freischalten. Meistens legendäre, weil diese Kronen sind sehr wertvoll. Neuerdings, das war von Anfang an nicht so, kann man auch Questen bzw. Bruchstücke von Kronen bekommen. Und wenn man, glaube ich, 60 Bruchstücke hat, dann ist es eine komplette Krone. Das ist eine ganze Menge, das dauert eine Weile, aber so kann man sich, selbst wenn man jetzt nicht unbedingt sehr viel gewinnt, trotzdem das ein oder andere Kronen-Outfit leisten. Wenn ich richtig informiert bin, war das in Saison 4. Das wurde dann zusammen mit den Dailies implementiert, wo man sich auch Kudos verdienen konnte. Und um euch jetzt vollends zu verwirren, es gibt sogar einen Kronenrang. Das geht bis 50, allerdings nicht 50 Kronen, sondern so und so viel Kronen, um einen Rang zu steigen. Und bei 10 Kronen bekommt man genau dieses GroKo-Oberteil, was ich gerade trage. Ich für meinen Teil habe ziemlich viel Kudos und Kronen bereits freigeschaltet, wie ihr sehen könnt. Das liegt nicht unbedingt daran, dass ich so gut spiele oder so viel gespielt habe. Das liegt eher daran, dass ich, und das funktioniert tatsächlich auch bei anderen Spielen, immer die Prime Gaming Loots eingesammelt habe, bevor ich das Spiel überhaupt besaß. Ich mache das eigentlich immer so, dass ich alles mitnehme. Und als ich dann das Spiel zum ersten Mal angemacht habe und mich mit Prime Gaming quasi verknüpft habe, hat es auf einmal Ratsch, Batsch, Batsch gemacht und dann hatte ich 5 oder 6 Outfits plus die Kudos und die Kronen. Deswegen ist es bei mir auch so viel. Selbstverständlich habe ich aber auch gespielt inzwischen und wer weiß, was alles erreicht. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Das soll es aber mit der Erklärung wieder sein. Ich will es in jeder Folge immer so ein bisschen machen. Ab dieser hier, was ihr heute sehen werdet, habe ich auch den Namen, den ich in der ersten Folge erklärt habe. Was ich übrigens auch hatte, das muss ich schnell dazu sagen, mit einem Mal hatte ich massive Controller-Probleme. Weiß nicht, was das war. Inzwischen habe ich es gelöst, aber in der Zeit habe ich das Problem gehabt, dass sich immer wieder mein Controller mitten im Game vom Empfänger am PC disconnected hat. Das war richtig frustrierend. Da war man mitten in der Runde und dann ging gar nichts mehr. Da stand ich nur noch da oder ich musste mit Maus und Tastatur spielen. Das ist übrigens was ich noch nicht gesagt habe, gell? Das Spiel kann man auch mit Maus und Tastatur spielen. Ich bin nur der Meinung, das ist nicht so gedacht. Das ist eher ein Gamepad-Spiel. Auf jeden Fall wollte ich das sagen. Ich hatte massive Controller-Probleme. Also wenn ihr vielleicht denkt, wie spielt denn der? Das war nicht unbedingt meine Schuld. Also wenn mein Charakter auf einmal stehen bleibt und mit dem Kopf war ich halt auch nicht bei der Sache, weil ich die ganze Zeit dachte, hoffentlich hält der Controller. Zusätzlich war irgendwann die Festplatte voll an dem Abend und dachte ich mir da auch noch, hoffentlich nimmt er auf. Also wirklich, aufs Spiel konnte ich mich nicht konzentrieren. Nun gut, das wollte ich aber nur kurz sagen. Ansonsten schicke ich euch jetzt einfach in die zweite Episode, ins zweite Turnier und wünsche wie immer viel Chaos und viel Spaß. Ich habe auch immer so Probleme mit meinen Sachen, wo du im Laden die zeigen kannst. So wie wenn du sagst, du guckst Netflix über deinen Fernseher, über deinen neuen und immer dreht sich das Bild so ab und zu auf den Kopf. Und wenn du es im Laden zeigen willst, passiert es natürlich nicht. Und zu Hause dreht sich's wieder auf den Kopf. Achso, in der Art. Ich habe schon PC-Probleme gehabt, da dachte ich mir, ich wundere mich über gar nichts mehr. Wenn irgendwann ein kleines Männchen kommt an meinem PC mit einem Krankenwagen, durchfährt und alle Buchstaben mitnimmt, wundere ich mich auch nicht. Ich habe immer so Probleme, die kannst du keinem erklären, wo da jeder sagt, hey, das verstehe ich nicht. Und Vorführeffekt ist immer der gleiche. Der Trick ist einfach, wenn du läufst, einfach die Leute festzuhalten. Ja und dann? Bleibst du stehen? Nein, dann bleiben die kurz stehen. Du musst weiterrennen einfach und dann immer Dings spammen. Ich schaff dieses Ding nicht. Oh mein Gott, ich hab ihn im Springen hochgehoben. Hochgehoben? Also hat mich vorhin der Affe runter... Ah. Oh. Oh Gott, ich bin nicht... Hä, wieso bin ich nicht gejumpt? Ja, das hab ich manchmal auch das Problem. Hä, ich jump nicht, hallo. Ich stürze. Ey, dreh mich doch nicht immer auf den Kopf, wenn ich runterfalle. Warum macht der das? Ja, danke. Ja, man guckt immer in die entgegen. Du guckst immer in die falsche Richtung, warum?
Das ist so, das kostet Zeit. Die Kamera zu drehen kostet Zeit. Ey. Dreckspiel, ja, ich hab's verstanden. Ja, ich hab's verstanden. Ey, ich kann das nicht mit dem Roll weg. Ich check's nicht. Ich spring halt in irgendeine Richtung, aber er springt halt irgendwie nicht. Er springt nicht? Naja, also. Der schmeißt. Mann. Ich verstehe auch nicht, wie die anderen mich immer so wegdrängen können, aber ich die überhaupt nicht. Als wäre so mein Charakter viel schwächer als deren. Schwächer? Das ist doch kein Rollenspiel, Alter. Wie Rollenspiel? Naja, wo man leveln kann. Meinst du, die anderen sind schon... Nein, aber es fühlt sich einfach so an. Die können mich immer so richtig wegbouncen. Ich glaube, ich schaff's sogar mit der Qualifikation. Ja, ich bin runtergefallen. Ich hab's geschafft. Ich nicht. Oh, ich hab mich so selber verkauft, ich wusste, dass da runterging. Hey, ich kann das nicht, aber ich hab's geschafft, Alter. Dumm. Der Elefant mit dem Rock ist weg. Ne, du hast auch eine Jeanshose an, oder? Du hast auch eine Jeanshose an. Ja. Hattest. Jetzt müsstest du mir halt zuschauen, wenn du magst. Dass ich das schaffe. Ich war im Hauptmenü. Dann schafft. Nein, ich guck dir. Obwohl, das geht frei. Ich habe das irgendwie zweimal gespielt und man soll. Also, ich habe immer das Gefühl gehabt, du musst gar nicht hüpfen. Lauf einfach unten durch. Kann ich dir gleich mal zeigen, was ich meine. Das hatte ich noch gar nicht, das Game. Ich habe es zweimal gehabt oder so. Das sind so Blöcke, weißt du, und die sind irgendwann so verschoben, weil die kannst du. Und vor allem, du musst zwei Runden. Das ist wie beim Formel 1. Zwei Runden. Nicht eine. Okay. Zwei Runden. Das heißt, du brauchst nicht aufgeben, so quasi. Ich habe das jetzt zwei, dreimal gespielt. Hab sogar, glaube ich, dreimal gespielt und zweimal gewonnen. Also, was heißt gewonnen? Weißt du schon. Ich vergiss, wie du hießt. Ich bin das. Oh, Monster X, also der hat sich einen Namen gegeben. Hat Monster hat sich einer genannt. Hat ihn genannt. Famous? Was? Oh, hier, ein Famous. Guck ich. Monster, true. Facing Dragon. Guck, ich drück mich einfach nur so ein bisschen durch. Ja, das, ja, der ist doch geil, der Name. Komm, sag mal was, ey. Ich hab 4 Stunden gewürfelt. Au, 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 bin ich hier unten drunter. Nein. Oh, au, au, gut au. Lang geleckt oder so. Egal, hab's auch durch. Das da. Was, was? Au! Ah, zu früh gehüpft. Egal, weiter geht's. Jetzt gehe ich gleich noch rüber, weil das wird sowieso nichts. Komm, geh auf, geh auf, geh auf, geh auf. Und Katapult. Falsche Richtung. Scheiße. Nein! Alles klar. Nicht gewollt, aber erfolgreich. Nein, oh mein Gott. Komm, katapultier mich. Jawohl. Und weiter geht's. Die erste Runde hat Willow Hamilton nicht geschafft. Oh, komm schon. Jetzt leck mich doch am... Danke, das wollte ich. Nein, das wollte ich nicht. Ah, welcher Platz bin ich? Ich würde es gerne wissen. Komm, ich lauf einfach da lang. Das meine ich, du kannst auch so machen. Guck so. Du musst gar nicht klettern. Warum soll ich denn da klettern? Dich halte ich fest, du komisches Typi. Aua. Und zacki. Weiß nicht, ob ich es schaffe. Einmal durch. Au. Nein. Scheiße Idee. Okay, machen wir noch eine Ehrenrunde. Ehrenrunde. Okay. Fair enough, fair enough. Jetzt geh halt weiter, du Kroko. Oh mein Gott. Nein, doofe Idee. Das war der Gegner, der okay, nehme ich. Irgendeiner ist doch nach vorne, der da. Zack. Ich will es schaffen. Nein, 20. Oh mein Gott, sind es 4 vor mir? 4, 2, 1. Oh mein Gott. Schon wieder oben geschafft. Alter Schwede. Ey, wie viel noch? Well done. Top 25. Also ich muss mir nochmal anbieten, winning Werewolf. Oh Mann. Mein Moment, auch wenn ich krank bin, mein Moment. Willkommen, meine Lieben. Es ist ein bisschen spät, oder? Ja, egal. Was, du bist krank? Wieso bist du krank? Ich weiß es nicht. Ich bin einfach aufgewacht und... Bist krank. Bist krank aufgewacht. Ja, das mag ich ja nicht so. Das, was ich gerade gemacht habe mit diesen zweimal Runden, das kann ich schon ein bisschen. Pingu? Was? Pinguin Pool Party? Was ist das? Greife eine Pinguin und halte ihn fest, um Punkte zu holen. Habe ich noch nie gespielt, ist so geht schief. Weißt du, ich glaube, desto länger du den Pinguin in der Hand hast. Also so wie den Schweif, oder was? Ja, bloß, dass es jetzt, glaube ich, darauf ankommt,
dass du ihn lange hast und nicht am Schluss. Naja, schon klar. Achso, 25 gucke. Punkte. Ja, du hältst ihn in der Hand und kriegst dann mal Punkte für, keine Ahnung, alle 5 Sekunden. Aber ich muss ihn wieder suchen. Ja, das sollte eigentlich automatisch gehen. Hallo, gib mir den Pinguin, ich war doch bei ihm. Ey, dieses blöde Pinguin-Ding. Bleib doch mal hier. Das ist doch kein Pinguin, das ist eine Ratte. Was? Box ihn weg, oder? Hab ich doch schon. Hä, ich hab ihn fest... Na, gib mir den Pinguin! Ja, ist mir doch egal. Du kannst mich vom ersten noch 50 mal rempeln. Das ist mein Pinguin. Ach, dann nehme ich mir halt einen anderen. Wenn ich einen finde. Rechts von dir, rechts von dir, rechts von dir. Ey, das ist nicht einfach. Links. Ist das blöd? Glaubst du das? Ich krieg das Ding nicht. Oh, war kurz. Na endlich. Ja. Au. Achso, ich muss F gedrückt halten, oder was? Au, na, ja, du kannst mich von mir aus festhalten. Das macht mir nichts. Ich grab den jetzt trotzdem. Lass mich in Ruhe, du blödes... Mm-mm. So. Lass mich. Je länger ich den festhalte, desto... Au! Ich verstehe es, du musst die Spieler so lange. Wenn ich es so lange festhalte, ja, bis er aus der Hand rutscht, quasi. Ja. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ah! Guck, nein, bleib doch hier, du! Bleib mal du! Ich glaube, der war auf einmal weg, gell? Ja. Okay, okay, lass mich in Ruhe. Okay, was, ich verstecke mich jetzt hier. Ich verstecke mich jetzt einfach hier. Lass mich in Ruhe, du Krake, du hast doch auch einen. Lass uns hier stehen bleiben, Krake. Und zwar. Easy. Easy peasy. Lemon squeezy. Der war auf einmal. Runde ist Rekord, oder? Ich war mal im Finale, weißt du nicht mehr, wo ich daneben gejumpt bin? Ja, aber das war jetzt ja rundentechnisch nicht. Hä? Das war dann ja schon die dritte Runde, die dann schon als Finale war. Nein, das stimmt nicht. Doch. Nein, das ist immer gleich. Nein. Nein, das war damals vierte, fünfte Runde, ich weiß es doch noch. Ich hab's auch in der Aufnahme, ich kann doch nachschauen. Ja? Ja. Okay. Wirklich. Ey, es läuft gar nicht schlecht. Oh, es wird eh nichts, schaffe ich keine Win. Und ich wollte jetzt was sagen, aber ich jinx es jetzt nicht. Wollte jetzt gerade was sagen, aber ich jinx es nicht. VIP-Kanonen. Was? Was? Lass dich nicht in den Schleim schleudern und gib Acht auf die Kanonen. Könnte ich ebenfalls nicht. Na, das wird was. Oh je. Oh weh. Da ist wieder mit Festhalten und böse Spielen und so. VIP-Kanone. Hä? Ja, ich muss halt einfach stehen bleiben. 6 ausgeschieden. Boah. Na gut. Oh mein Gott, da fliegen Gamepads mir. Ey, das lackt, Alter. Okay, da sind gleich alle raus. Da sind gleich alle weg, oder? Ja. Nein! Oh mein Gott! Nein! Nein! Halt irgendwie fest! Ja, und dann? Dann wird er weggeballert. Noch einer, komm, scheitert noch einer aus. Ja. Oh mein Gott! Einmal hat's mich fast... Jetzt sind es noch 10, das ist doch jetzt Finale, was jetzt kommt, oder? Keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht. I don't know. Nervig gemacht, dass ich dich nicht zu... Also, dass ich mal... Dass du mich... Ja, das ist wirklich doof. Du bist doch mein Mate, das muss doch direkt funktionieren. Was kommt jetzt? Finale bestimmt. Bestimmt wieder zerbrechende Eis-Dingsies oder so. Muss ja. Oder Krone. Oh, Krone grabben. Gibt's ja auch. Das ist ja Klassiker irgendwie. Was? Fußball? Erziele Tore, indem ihr Bälle... Ach, das ist noch nicht das Finale, oder was? Oh, war ja. Ich sag doch, es gibt unterschiedliche Arten von... 10 Spieler? Rocket League oder was hier? Ja, blau gegen gelb. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Naja, okay. Wow. Ja, okay. Ist gelb, ne? Ja, ist gelb. Ich sag mal so, probieren kann ich's, aber ob ich's hinkriege? Es ist halt ein Teamgame. Wenn meine Teamkameraden Idioten sind, dann habe ich gleich ein Problem. Alles klar. Ich wollte gerade Sport, nicht Idiot. Aha. Erinnert mich ein bisschen an Rocket League. Ja, mach's in dein eigenes Tor. Oh, oh! Oh. Oh, 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 oh! Willow macht ein Tor. Alles klar, schöne Vorlage, Freund. Oh, doch, das ist wieder der Blaue. Ist der doof? Euer Tor. Nein, das war fast ein Tor. Nein! Pass auf, der kommt in der Mitte wieder runter, der Ball. Okay. Boah, nein, das läuft nicht gut gerade. Torwart. Oh, hat der Torwart gespielt.
Lass mich! Nein, das war schlecht zur Seite. Nein, Velo, was machst du denn? Ich kann es doch nicht alleine machen. Da kann ich mal Hilfe haben von jemand. Soll ich jetzt alleine Tore schießen, oder was? Na, du gelber... Oh, was für ein Flugkopfball. Ey, das gibt's doch nicht. Oh, jetzt sehe ich nichts mehr. Oh. Nein. Ey, ich fasse es nicht. Das war fast ein Tor. Ich will immer spurten. Warum will ich denn immer spurten? Ich will immer spurten. Ich Dussel. Nein. Na komm, dann nehme ich den da hinten. Der geht doch eh rein, oder? Okay, der geht rein. Perfekt, Eigentor. Ja, ja, wie man es nimmt, gell? Achtung, der kommt in der Mitte wieder runter, den kann man da immer schon so... Ein Football, ja gut, okay. Oh, okay, der okay. Bringt mehr Punkte, der Football, glaube ich. Glaube ich nicht. Nein, was macht unser Teammate? Abgewehrt. Ich muss also nur noch halten, eigentlich. Doch, doch. Ja, okay, 2-1, Alter. Oh yeah. Na komm, ich gebe schon alles hier. Selbst wenn ich das nicht gewinne, oder wie man sagen will, können wir das mal zeigen. Ich habe alles gegeben. Oder was meinst du? Ich bin positiv. Ich denke, dass... 5 qualifiziert. Gut. Alter, ich habe eine Chance, Mann. Ich habe eine Chance. Ja gut, klar, dünnes Eis war klar, dass es kommt, aber bei 5 Leuten? Machbar. Komm, ich bin im Finale, das muss ich mal machen. Probier einfach immer so vor die zu rennen, weißt du? Ja, damit sie reinfallen, gell? Du hast gleich reden. Du hast gleich reden. Warum hüpfen die alle? Was, wenn du stehen bleibst auf dem Ding? Dann bricht es irgendwann. Ah, okay. Kann man da nicht einfach warten auf den Dingern immer, bis sie kaputt gehen und aufs nächste gehen? Naja, wie gesagt, das ist immer so leicht gesagt. Das ist halt immer so leicht gesagt. Und die Weihnachtsmusik. Ich sollte nicht so viel auf die anderen schauen, sondern mehr auf mich. Ja. Ich mach auf jeden Fall keine verrückten Jumps wie beim letzten Mal. Das ist schon mal eine Lücke. Der Runterfalllücke meinst du, oder was? Ja. Ganz am Rand sind noch ganz viele, wo man noch stehen kann. Hinten. Jetzt wird's top. Schade. Oh, nice try. Es war knapp. Wer gewinnt? Ich bin für den Boxer. Ich bin von Rocky. Vor allem, der heißt dann auch Rocky Bean. Rocky Bean hat, glaube ich, gewonnen. Rocky, aber es war eine schöne... Weißt du, ich habe auch alles Mögliche im Kopf, weißt du? Hält mein Gamepad, klappt die Aufnahme, das ist gar nicht so einfach. Aber das ist ein cooles Match gewesen. Mit Achievements und alles, das kann man mal zeigen. Ja, dem ist gar nicht dem Alles klar. Ja, das hat Spaß gemacht. War okay. Irgendwie komisch, wenn das Triceratops mit der Jeanshose nicht gewinnt. Ne, ich bin zufrieden. Ich habe so viel im Kopf irgendwie. Ich wollte es nicht jinxen, aber ich bin einfach froh, dass das Gamepad jetzt auch gehalten hat.